Hallo zusammen, heute machen wir diesen unglaublich gut aussehenden Fried Bologna Cheeseburger. Das müsst ihr euch unbedingt reinpfeifen. Zeit, den Grill anzuschmeißen. Das Ausgangsprodukt des heutigen Burgers ist eine Fleischwurst vom Metzger meines Vertrauens. Hier kann man sicherlich mit der Dicke der einzelnen Scheiben etwas experimentieren. Ich habe mich dazu entschieden, diese einen Finger breit dick abzuschneiden, wohlgemerkt ein Finger meiner Dicke. Wer im Opener aufgepasst hat, weiß sogar, dass dieses Rezept auf zweierlei Weise zu polarisieren weiß. Aber dazu später mehr. Nachdem wir die Fleischwurst in Scheiben geschnitten haben, bauen wir eine kleine Panierstraße auf. Dafür benötigen wir wie immer so ganz normales Mehl. Dann brauchen wir Ei. Ich habe mich hier für so zwei Eier entschieden. Das reicht mengenmäßig für die 5 oder 6 Burger, die ich hier gegrillt bzw. frittiert habe, völlig aus. Und dann brauchen wir noch Paniermehl. Ich nehme da am liebsten Panko, das ist japanisches Paniermehl. Das macht eine sehr, sehr schöne Kruste und ist etwas grobkörniger. Wer möchte, kann sowohl beim Mehl als auch beim Ei oder halt beim Panko am Ende auch noch etwas mit Gewürzen arbeiten. Ich habe mich hier zum Beispiel für eine ordentliche Ladung Barbecue Rub entschieden, den ich unter meine Panko-Flocken hebe. Die genauen Mengenangaben für das heutige Rezept gibt es natürlich wie immer in der Videobeschreibung, also für den Fall, dass ihr das mal nachmachen wollt, könnt ihr euch das einfach dort gerne ansehen. Denke auch, ihr wisst, was jetzt kommt. Jetzt ziehen wir unsere Fleischwurstscheiben einmal durch die Panierstraße. Wie ihr das kennt von Schnitzel und Co., Mehl, Ei, Semmelbrösel bzw. Panko. Im Amerikanischen ist das übrigens ein Riesending. Ihr kennt ja wahrscheinlich Smoked Bologna, das hatte ich ja hier auch schon, oder das gibt es ja auch in meinem Buch Barbecue the American Way. Hier in Deutschland hat man immer noch Vorbehalte, Fleischwurst zu erhitzen. Das hängt vermutlich damit zusammen, dass in Fleisch- und Wurstwaren oft Nitritpökelsalz enthalten sind. Wenn man das zu krass erhitzt, und zwar jenseits von 150 Grad, können krebserregende Stoffe entstehen. Beim Smoken um die 120 Grad und beim Frittieren, so wie hier, 130 Grad, ist man da trotzdem verhältnismäßig safe. Ich halte solche Diskussionen immer für sehr scheinheilig, weil sie oft auch nicht bis in letzter Konsequenz zu Ende gedacht werden. Denn eine Pizza Salami hinterfragt hier in Deutschland keiner und in der Regel wird auch bei der Herstellung von Salami Nitritpökelsalz verwendet. Ich unterstelle mal, dass die meisten Leute, die diese Hinweise geben, trotzdem in der Regel regelmäßig Alkohol trinken. Das zerstört ja bekannterweise Gehirnzellen, wie man dann meistenteils auch dann live erleben darf. Aber sei es drum. So, mein Fried Bologna Patty, möchte ich es fast nennen, meine frittierte Fleischwurst, ist jetzt gleich fertig. Ich lasse das noch kurz einen Moment abtropfen und gebe es dann zum Warmhalten auf meinen Pelletgrill. Der ist gerade eingeheizt auf 85 Grad Warmhaltetemperatur. Und dann kommt jetzt der Punkt, wo dieser Burger ein zweites Mal polarisiert. Wir toppen ihn mit einer Scheibe Ananas und etwas Käse. Jetzt lassen wir den Käse noch schmelzen und dann bauen wir uns einen richtig schönen Burger zusammen. Wir fangen an mit einem tollen Senf aus der Monjauer Senfmühle. Das hier ist Knoblauchsenf, der ist richtig, richtig lecker. Dann etwas Salat und Tomate. Gibt eine gewisse Frische, was bei diesem Burger sicherlich nicht falsch sein kann im gesamten Geschmacksbild. Dann toppen wir das Ganze mit Yoppie Sauce, einer meiner Lieblingssoßen. Könnte ich demnächst auch mal selber machen. Und fertig ist mein Fried Bologna Cheeseburger. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was ihr dazu sagt. Wie steht ihr zu der Diskussion um Nitritpökelsalze? Lasst es mich doch wissen in den Kommentaren. Ich werde das Ganze natürlich jetzt auch probieren. Teilen, liken, kommentieren ist natürlich immer sehr gern gesehen. Falls ihr noch nicht Abonnent seid, wäre das cool, wenn ihr es noch nachholen könntet. Ihr verpasst so kein Video mehr. Ich verlinke euch mal noch ein weiteres Fleischwurst-Video hier unten drunter, für den Fall, dass euch das interessiert. Dann könnt ihr euch das auch mal ansehen und mir dort vielleicht auch einen entsprechenden Kommentar hinterlassen. Würde mich sehr freuen. Ich finde es richtig lecker. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin raus. Euer Markus.